Ich möchte Sie herzlich zu unserer Literaturreihe Wien-Budapest Transit begrüßen. In diesem Jahr findet die Literaturreihe online statt. Wir stellen Ihnen zwei Künstler vor, Judith Nicker-Pfeiffer aus Österreich und Matija Stonajczyk aus Ungarn. Beide Künstler verbinden einerseits die Freude an der Improvisation, aber auch die Lust am Experimentieren. Sehen Sie sich die Leseperformance der beiden Künstler an. Soltan Leschi führt die Gespräche mit Ihnen. Die Muttersprache ist die heiligste Ding für der Dichter. Also ich würde jetzt Judith Nicker-Pfeiffer vorstellen. Sie ist 1975 geboren. Sie lebt in Wien und Berlin. Sie belegt ein interdisziplinäres Doktoratsstudium an der Universität Wien. Ich bin zum Glück schon fertig. Ja. Oh, gut. Ah, du bist, ja. Und sie studiert Sprachwissenschaft. Sie war Postgraduate Student an der Universität of Lancaster und University of Edinburgh. Sie schreibt Lyrik, Prosa, szenische Texte. Und ihre Texte, Gedichte wurden aus dem Ungarischen in vielen anderen Sprachen übersetzt. Sie hat bisher 4 Bücher veröffentlicht. Das letzte ist die Violante bei Janin Verlag. Matija Stonajczyk ist in 1983 in Budapest geboren. Er hat Kunsttheorie und französische Literatur in Budapest studiert. Er ist Autor, Übersetzer und Performer, aktiv in Poesie, Prosa und Theater in mehreren Sprachen. Er lebt und arbeitet seit 2018 in Dresden. Sein Buch, sein deutsches Buch Unterwasserstädte, ist bei Edition Solitude 2017 erschienen. Er hat sonst 3 Bücher auf Ungarisch veröffentlicht. Wie ich weiß, dein viertes Buch wird auch bald kommen. Er war früher der Chefredakteur bei Libri Verlag und jetzt ist er Organisator bei Australe Biennale in Dresden. Und was wichtig ist, dass Matjas ist jetzt in Wels und hat gestern auf Yuki Festival performt. Genau. Und ich finde wirklich, dass die Texte von beiden von euch bewegen sich an den Rändern der Sprache. Für euch ist Literatur nicht nur auf Papier und das finde ich wirklich interessant, aber verwirklicht wie ein Kunstprojekt. Und es ist schön, ihr musiziert, macht Performances, schneidet Videos, arbeitet im Theater und die Mehrsprachigkeit ist auch für euch wichtig. Also Nina, in Nikas Texte gibt es englische oder andere Sprachen und bei Matjas ist mehr Ungarisch und Deutsch. Ihr habt schon diese gemeinsame Auftritt in Literaturhaus Wien gehabt. Start. Sprechen. Der Text sagt, er lässt sich nicht auf den Arm nehmen. Schon gar nicht kaufen. Weder gepresst noch gedrückt, zwischen zwei Buchrücken zur Wand. Beamer an. Der Text sagt, er möchte kein Wort mehr verlieren. Warum denn? Ich werfe ihn mal an die Wand zwischen den Ohren. Er fragt, was ist denn da unten los? Von oben gesehen, das Obige ist ein Garten. Da wohnen die Schnittstellen. Ein Wort, noch eins. Ein Wort, noch eins. Sie sprießen in alle Richtungen. Eintippen. Them nomads. In der Wiese liegen und nachdenken. Wenn die Ameisen über mich laufen, auf dem Weg zur Erleuchtung und ich
und Pfad ich bin. Ihr Pfad bin. Der Pfad, der zur Pfad Erleuchtung zur Erleuchtung bin ich. Wenn dieser Text einen Fluchtpunkt hat, von dem aus sich das Ganze organisieren ließe, so ist es eben diese Definition von unterwegs sein. Sie liegt im blinden Fleck der aperzeptiven Praxis. Und dieser blinde Fleck erzeugt, was den Text hervorruft. Die Verortung ist die katastrophalste Form der Aperzeptionsverweigerung. Aperzeption ist die klare und bewusste Aufnahme des jeweiligen Inhalts einer Wahrnehmung oder Denkens. Herum, umher, herum. Wie soll ich mich im Umherziehen denn nicht halten wollen, wenn ich in nichts anderem mehr Halt finden kann als im Umherziehen? Ich sitze auf einem Teppichrasen. Überlege, wie soll ich mich im Umherziehen Rasenmäher rasend, wenn ich all diese Tage überfahren mehr und dabei die Zeit kann, im Auge behalten könnte. Als im Umherziehen. Ich habe keinen Rasenmäher. Wie soll ich mich im Umherziehen denn nicht halten wollen, wenn ich in nichts anderem mehr Halt finden kann als im Umherziehen? Überlege, ob ich mit dem Rasenmäher rasend all diese Tage überfahren und dabei die Zeit im Auge behalten könnte. Auf dem Weg ich habe zu meinem keinen Ziel, Rasenmäher. Bis es an der Tür klingelt, bin ich auf meinem Teppich, ich plane eine Reise und zugleich und stelle unterwegs mir vor, wie ich zum Bahnhof gehe, nach dir, nein, nach dir, sitze, nach dir, durch Pinienwälder laufe, nach dir, von immer nach verschiedenen dir, Schiffen aus, klein das Meer sehe, irgendwann null, den Horizont Blick auf, an zu pulsieren, drei, irgendwer fängt den Blick auf. Und was, wenn es keine Fluchtpunkte gibt? Wir könnten uns einen Möbius-Strip basteln. Immer der Oberfläche entlang. Auf die andere Seite gelangen. Ende nie. Nika, ist wie diese verschiedenen Ebenen von Sprache wechseln sich. So, zum Beispiel diese ganze heideggerische oder husserlische Sprache mit der Aperzeptionsverweigung und so weiter. Was ist ein ganz bestimmtes Art von Sprachen und ganz verbindet mit der deutschen philosophischen Tradition und so weiter. Und wie du das als Intarsien verwendest mit ganz lyrischen Textteilen. Wie geht das bei dir? Also das ist eigentlich, ich habe da immer so eine Art Spiel. Ich glaube, wenn ich dann am Schreiben bin oder am Kreativsein, dann ist es immer sehr, also es macht mir extremen Spaß, das muss ich sagen. Und ich finde dann, also ich lese parallel immer wieder sehr unterschiedliche Sachen. Und irgendwie fließt es dann ein in die Arbeit. Und bei dieser Aperzeptionsverweigerung, da ging es mir auch darum, diese Nichtverortung, dass es eigentlich auch was total Gutes und Schönes ist, orientierungslos zu sein. Also diese Orientierungslosigkeit unserer Gesellschaft, die oft so kritisiert wird, dass das eigentlich auch ein Zustand ist, den man gewinnbringend nutzen kann. Und das ist nicht immer tragisch sein muss oder nicht immer schrecklich. Und im Gegenteil, das ist eigentlich, das ist, wo wir, glaube ich, wenn wir uns in dieser Orientierungslosigkeit vielleicht mehr wohlfühlen, dann wäre es einfacher in der Welt, denke ich mal. Ja, das ist so, dass es gibt niemals nichts Neues in innen unserer Komfortzonen. So, wenn man will etwas Neues finden, dann man muss ausgehen von seiner Komfortzone. Und ich glaube, dass das Poesie und auch Performen ist so, dass man muss den Mut sammeln, aus der Komfortzone zu kommen und das zu schauen an anderen. Und wenn das klappt gut, dann man kann auch die Zuschauer
in ein unheimliches, unsicheres, unangenehmes, aber ein ganz neues Ort mitbringen. Ja, das wäre eigentlich ein Punkt zu meiner nächsten Frage, ist eure Videos. Also ihr habt die Texte vorher und dann habt ihr dazu jeweils ein Video gemacht. Und wie ist die Idee zu Video gekommen? Was ist euer Punkt im Video? Wie seid ihr dazu gekommen? Magst du beginnen, Matthias? Wann du könntest. Ich würde sehr gerne deine. Ja, also mein Video, das gab es schon. Aber der Text gab es in Teilen, teilweise. Es war eigentlich ein Cut-up, eine Cut-up-Arbeit. Das Video ist entstanden in Berlin, im Görlitzer Park. Und zwar habe ich so ein Longboard. Und zwei Freunde von mir, Lukas Matthee und Sebastian Quack, die hatten ein Projekt gemacht und wollten ausprobieren, die haben so 360-Grad-Videos gemacht, wie das funktioniert und ob das funktionieren kann. Und ich habe dann gesagt, ja, ich gebe mal die Kamera auf mein Skateboard und fahre damit ein paar Runden durch den Park. Und es hat dann so wunderbare Effekte ergeben, dass man, also wenn man das wirklich mit VR-Kamera sieht und so hinaufschaut, dann sieht man mich und hinunter die Schuhe und links, rechts sieht man manchmal Hunde vorbeigehen. Kamera ist auf Hundeniveau eigentlich. Mhm. Also man hat so einen ganz anderen Blick auf die Welt und es passte total gut zusammen mit Matthias Stecks, der ja auch mit dieser Zeit spielt und mit das Video jetzt mit Natur, weil sie draußen und mit spielt. Verortung vielleicht das, oder? Mit Sprache und Vielsprachigkeit, ja. Verortung. Und dann dachte ich eigentlich, hey, das passt super. Und so ist es dann entstanden. Sokotek, Sokotek, Serelem, Serelem. Alemis Amogani, Nem Erest, Shohashem. Sokotek, Sokotek, Serelem, Serelem. Isonyu, Ketjelem, Isonyu, Ketjelem, Ketjelem. Sokotek, Sokotek, Serelem, Serelem, Alemist, Alemist, Amugani, Nem, Erest, Shohashem, Nem, Erest, Shohashem. Dieses Gedicht ist nach der Urelternart gekleidet. Es ist nicht einmal ein Gedicht, sondern eine Hymne. Ihre Tentakel, das tiefe Violett der Albträume, bis zu den klaffenden Leere reichend, die unsere Eltern uns lehrten, Himmel zu nennen. Ez a vers még a régi stílusban öltözködik. Igazából nem is vers, hanem himnusz. A csápjai a rémámok lilájában égnek, úgy nyújtózkodnak a tátongó üresség felé, amit mi mennek hívunk, mert ennek hívta anyánk. Te is azóta hallod ezt a verset, amióta emlékezni tudsz, a dobhártyádon belülről kopognak az ismerős anapesztusok. Szakadék, szakadék, szerelem, szerelem, elemész a
Du hörst dieses Gedicht schon so lange du dich erinnern kannst. Der seltsame anapestische Rhythmus von innen an deine Trommelfelle klopfen. Dieses Gedicht schlägt immer wieder seine uralischen Trommeln und scheißt auf deine indoeuropäischen Diktionsnormen. Ez a vers csak veri egyre az uráli dobjait, és magasol tesz az indoeurópai dikcióra. Dieses Gedicht wollte dich zum Tanzen bringen, wenn du es wie eine gedruckte Supernova in der Tasche deines Wintermantels herumdrehst. Aber es wären zu viele Leute drumherum und du wärst müde. Ez a vers rá akart venni, hogy táncolj, amikor úgy hordtad a téli kabátod zsebében, mint egy nyomtatott szupernovát. De túl sokan voltak közötted, és fáradt is voltál. Szakadék, szakadék, szerelem, szerelem, elemész a magány, nem eres sohasem. Szakadék, szakadék, szerelem, szerelem, iszonyú kegyelem. Szakadék, szakadék, szerelem, szerelem, elemész a magány, nem eres sohasem. Szakadék, szakadék, szerelem, szerelem, iszonyú kegyelem, szakadék, szerelem, szerelem, elemész a magány, nem eres sohasem. Szakadék, szerelem, szerelem, iszonyú kegyelem, szakadék, szerelem, szerelem, elemész a magány, nem eres sohasem. Szakadék, szerelem, szerelem, iszonyú kegyelem, szakadék, szerelem, szerelem, elemész a magány, nem eres sohasem. Szakadék, szerelem, szerelem, iszonyú kegyelem, iszonyú kegyelem, szakadék, szerelem, szerelem, elemész a magány, nem eres sohasem. Szakadék, szerelem, szerelem, iszonyú kegyelem, iszonyú kegyelem, szakadék, szerelem, szerelem, elemész a magány, nem eres sohasem. Szakadék, szerelem, szerelem, iszonyú kegyelem, iszonyú kegyelem, szakadék, szerelem, szerelem, elemész a magány, nem eres sohasem. Szakadék, szerelem, szerelem, iszonyú kegyelem, iszonyú kegyelem. Dieses Gedicht kann verbrannt werden, und selbst wenn es dich nur für ein paar Minuten warm hält und dich dann noch gnadenloser als alle deine Feinde erfrieren lässt, wird es zurückkommen und deine Seele auf die andere Seite tragen. Ezt a verset el is égetheted. És jól lehet, csak néhány pillanatig tart majd melegen, és utána hagyja, hogy megfagy, mert kegyetlenebb, mint bármelyik ellenséged, utána azért visszajöhetek, hogy a lelked a másik oldalra átvigye. Dieses Gedicht sendet seit dem Fall der Dinosaurier niederfrequente Funksignale zur Erde. Seine Botschaft ist einfach. Ez a vers a dinoszauruszok pusztulása óta küld alacsony frekvenciás rádiójeleket a Földre. Az üzenet egyszerű. Hi, if you're reading this, I have been already dead for eons. And we will never meet. I've had a good life. I've had a good life. I've had a good life. Hi, if you're reading this. Hi, if you're reading this. I have been already dead for eons. And we will never meet. I've had a good life. I've had a good life. Szakadék, szakadék, szerelem,
Du hast dieses Gedicht einmal in einem zufällig ausgewählten Buch in der Nationalbibliothek eines fremden Landes gelesen. Und seitdem versuchst du, es wiederzufinden. Ezt a verset egy idegen ország nemzeti könyvtárában olvastad, egy véletlenszerűen kiválasztott kötetben. Azóta próbálod újra megtalálni. Für mich das war wichtig, dass es gibt keine Übersetzung in dieser Gedicht oder Performance für diese vierzeilige Zauberspruch sozusagen, was das Sokadek, Sokadek, Serelem, Serelem und so weiter, weil das ist wirklich wie ein archaisches Gebet. Ihr habt so viele gemeinsame Themen. Also zum Beispiel diese Mehrsprachigkeit, vielleicht könntet ihr beide drüber reden. Ja, gern. Ich wollte dich fragen, Matthias, was macht es mit dir? Gibt es eine Sprache, in der du lieber denkst oder träumst? Oder das ist jetzt ganz banal, aber in der du dich... Naja, ich habe gerade gestern hier im Vers einen Text performt, der heißt Polyglotten Panik. Und das geht gerade über diese, das ist eine sehr komplizierte Antwort für gerade diese Frage, weil es gibt keine einfache Antwort für das. Das ändert sich stetig und das ist eigentlich eine sehr anstrengende Erfahrung, dass ich habe jetzt in die letzte, sagen wir, 5 oder 4 Jahren, wo es gibt keine stabile Ort oder keine stabile Sprache, in was ich denken oder träumen kann. So, es gibt Momente, wo ich habe bemerkt, das hat begonnen seit einigen Monaten, wann ich habe bemerkt, oh Scheiß, ich habe das in Deutsch gedankt, was normalerweise ich denke in Ungarisch oder so. Oder ich zähle, man sagt, dass man zählt immer in seine Muttersprache, aber ich zähle manchmal auf Englisch oder Deutsch und dann vielleicht auf Ungarisch. So, es gibt eine sehr strenge Unsicherheit oder Unstabilität, über welche Sprache ist das? Und gerade Polyglottenpanik, das nutze ich als Name für dieses Gefühl, wann man will etwas ausdrücken und man weiß nicht gerade, in welche Sprache soll man das sagen. Und man hat alle diese Wörter in der Luft und man weiß nicht, wo sollte man greifen. So, jetzt würde ich sagen, dass ich habe ein polyphonisches, polyglottes Denken und Traumen. Und das ist, wie gesagt, ein bisschen anstrengend und unsicher und unheimlich. Aber das ist so. Und ich glaube, das ist ein sehr symbolischer Zustand für die 21. Jahrhundert und die Situation, wo uns finden. Und das gilt auch für die verschiedenen Medien, das ich nutze. So für mich Musik oder Video oder die ganze Szenerie ist auch eine Art Sprache. So, wenn ich denke über Mehrsprachigkeit, das ist auch der Sprache der Musik, der Sprache der Bilder. Eigentlich auch, weil wenn ich mache zum Beispiel für ein deutschsprachiges Publikum einen Text oder eine Performance und ich verwende ungarische Texte, dann verwende ich die ungarische Sprache als Musik auch. Ja, mir geht es da, glaube ich, ähnlich wie dir, Matthias.
es hängt sehr davon ab, wo man in welcher Sprache, mit der man sich umgibt oder was rund um einen herum passiert. Und ich kann mich erinnern, bei mir braucht es immer ein bisschen länger. Ich war mal länger in Montreal in Kanada und da habe ich dann wirklich auch nach 6 Monaten bemerkt, dass ich auf Englisch zu träumen beginne. Oder Und es macht schon was auch mit meinem Denken. Also es, in anderen Sprachen oder auch mit Italienisch, dass ich das Gefühl habe, man kann einfach anders denken als in der im Deutschen. Und ich habe ein Buch über Minnesang geöffnet mit Mittelhochdeutsch und ich war ganz erstaunt. Und das ist ein unglaublich so schöne Sprache. Und ich habe von der ersten Teil, ich habe die Sonnenschein und die Nachtigallen gehört und Honig und alle diese sehr starke sensuelle Eindrücke. Wow, du zauberst mir gerade meine Muttersprache unglaublich viel schöner, als ich sie je. Danke, ja, muss ich sagen. Also ich fühle mich im Englischen sehr viel freier. Mhm. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass das Verb nicht den Satz beendet. Also dass man irgendwie mehr Offenheit im Ende hin hat. Ich weiß nicht, wie es im Ungarischen, wie sich es da anfühlt. Dieser Text, was ich habe gemacht für diese Veranstaltung, es geht wirklich um eine schamanische Verbindung mit der Sprache auch, weil das ist sehr interessant, dass natürlich Schamanismus ist gerade Reisen zwischen Welten. Es gibt eine unglaublich schöne Satz in ein altisländisches Gedicht, das ich habe übersetzt. Es handelt sich um einen Troll, der reist zwischen Welten. Und er sagt, dass ich reise zwischen Welten wie der Schnee. Das interessiert mich nur, wie steht ihr zu Pathetik? Weil das, worüber du jetzt sprichst, über die Dichter, dass sie beim Schreibtisch sitzen und mit Papier arbeiten. Wie steht ihr zu Pathetik? Naja, für mich die Pathetik, das ist eine interessante Frage. Ich betrachte mich, ich war immer ein Schwarzromantiker sozusagen und deswegen ist das, finde ich das sehr passend, dass ich lebe jetzt in Dresden, wo die schwarze Romantik hat sehr starke Wurzeln mit Etta Hoffmann und Caspar David Friedrich und alle diese dunkle, barocke, spätromantische Bewegungen. Und auch in meinen Texten, ich finde das sehr wichtig, dass große Emotionen haben immer einen Platz. Es gibt ein kleines Ansatz, wo ich sprach über, dass gerade auch die verschiedenen Sprachen kommen von verschiedenen Orten in meinem Kopf. So, ich habe das Gefühl, dass wenn ich Französisch spreche, das kommt von meiner Nase. Und dann, aber zum Beispiel Ungarisch kommt ganz, ganz, ganz von unten, von Herz oder Bauch. Mhm. Aber Englisch kommt von der Kehlkopf. So, alle die Sprache haben verschiedene Orte und man muss sehr schnell wechseln zwischen diese verschiedenen Geisteszustände, dann kann das ziemlich schwer sein. Das ist wirklich so, wie das aussieht, ein Dichter im 21. Jahrhundert zu sein. Du musst Instrumente spielen, Audioaufnahmen machen zu können und dann Videos sehen und dann Videos schneiden und alle diese technischen Sachen. Und das ist immer so, dass wir haben immer noch diese ganz romantische Ansicht für was ein Dichter zu sein bedeutet, dass man sitzt nur bei seinem Schreibtisch
und schreibt Texte und dann man liest das und das ist es. Und eigentlich spannend ist überhaupt, dass es den Beruf gibt, weil ich denke, das Wertvolle an Literatur oder Dichtung ist eigentlich diese Nutzlosigkeit. Das ist was besonders Tolles. Absolut, absolut. Gar keine Wörter gibt für bestimmte Dinge. Absolut, absolut. Das ist spannend, absolut. Dass ihr beide gesagt habt, für Schnittstellen gibt es. Genau, genau, das wollte ich sagen. Ja. Bei deinem Text, das war eine der größten Herausforderungen für uns, was sagen wir. Und dann, wir haben keine gute ungarische Wort gefunden und wir haben entschieden für Interface. Ja. Weil das ist die beste Lösung, diese ganze Idee irgendwie zu bringen. Ja. Genau, und ein anderer Punkt war, dass diese, ist ganz banal, also man würde das eigentlich nicht glauben, dass es schwierig ist, aber diese Flüchtigkeit des Fließens, der Fluchtpunkt ist der wichtige Punkt in deinem Text und das, diese Flüchtigkeit des Fließens alliteriert auch noch und hat Flucht drinnen. Aber dafür gibt es im Ungarischen nicht wirklich was Paralleles. Es gibt schon, man kann diese Wörter einzeln übersetzen, aber das wird nicht ähnlich. Ja. Und das da, ich glaube, wir haben beide wahrscheinlich stundenlang dran gedacht, wie kann man das richtig machen? Ja, aber wir haben ein ziemlich gutes Lösung. Also wir sind irgendwie zu einem Punkt gekommen, Fluchtpunkt. Und der Mythos, dass ich glaube, man muss unbedingt abbauen, ist diese ganze große Einsamkeit der Dichter. Ich liebe es sehr und ich habe mich sehr gefreut, dass im Rahmen dieser Veranstaltung auch wir konnten ein bisschen Kollaborationen machen, weil die Nika hat diese wunderschöne Audioaufnahme gemacht für mich, für meine Video. Und dann, wir hätten mit Zoltán zusammen die ungarische Übersetzung gemacht von Nikas Text. Und so, ich finde das immer sehr spannend, wann die Leute zusammenarbeiten und ein bisschen kooperieren. Ja, und wir lernen voneinander auch. Das ist sehr gut, das finde ich wirklich gut. Und deswegen ist diese Reihe, Transitreihe entstanden, dass wir voneinander lernen können. Es gab eine Zeit, wo die offizielle Sprache war Lateinisch. Und ich finde das sehr schön, weil das war eine Sprache, das war keine Muttersprache für niemand in der ganzen Imperium. So, es gab Gleichgewicht, weil jeder musste das als gelernte Sprache nutzen. Und aber das ist jetzt ironischerweise ein bisschen so mit der Europäischen Union und Englisch, weil wenn England ist raus von der Europäischen Union, wir werden, glaube ich, trotzdem unter uns in Englisch sprechen, aber das wäre nicht die Muttersprache von niemandem. Ja, die Iren sind. Ah ja, die Iren, ja. Ja, ja, aber ja. Und Malta auch hat das als eine Sprache. Das heißt, wir schreiben demnächst auf Latein, Matthias, sollte. Sehr gerne, sehr gerne. Das war Wien-Budapest-Transit mit Judith Nika-Pfeiffer und Matthias Stunajczyk. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir würden uns freuen, wenn Sie bei unserer nächsten Ausgabe Wien-Budapest-Transit auch wieder dabei sind. Wir hoffen sehr, dass diese Ausgabe dann live stattfinden kann.